Hey, Oliver Schirmer hier. Heute mit den 8 Punkten, die du auf dem Weg zum Top-Producer in deinem MLM-Business beachten solltest. Ja, es geht einfach darum, ja, über diese 8 Punkte mal mit dir zu sprechen, die du einfach brauchst, wenn du ja erfolgreich dein MLM-Business aufbauen willst. Und letzten Endes geht es einfach darum, zunächst mal dich zu fokussieren auf das, was dir letzten Endes Geld bringt, diese einkommenserhöhenden Aktivitäten. Ja, einfach dich drauf zu fokussieren, ja, zu sponsern und zu verkaufen. Und wenn du so willst, gibt es nämlich einfach nur zwei Dinge, die dir tatsächlich Geld bringen. Das ist einmal der Verkauf von Produkten. Ich schreibe das einfach mal hier dazu. Und das Rekrutieren neuer Vertriebspartner. Okay, so und ja, im Network Marketing sind es eben diese zwei Dinge, die dich auf der Karriere leider eben nach oben bringen. Das ist das Rekrutieren neuer Vertriebspartner und der Verkauf der Produkte an den Endkunden quasi. Und du wirst keinen Erfolg haben, ja, wenn du dich nicht auf diese beiden Aktivitäten fokussierst. Und das ist einfach nichts anderes als die ungeschminkte Wahrheit. Und wenn dir da jemand was anderes sagt, dann würde ich das nochmal genau überprüfen, ob das tatsächlich so ist. Stimmt. Wenn du nicht weißt, wie es geht, ja, dann bist auch du dafür verantwortlich, das zu lernen. Ja, niemand ander. Ich höre immer so oft, ja, meine Upline unterstützt mich nicht oder das funktioniert so nicht. Und es ist völlig egal, ja, weil es geht einfach darum, dass du für dich verantwortlich bist, diese Dinge zu lernen. Ja, und wenn etwas bei dir nicht funktioniert, dann bist du dafür verantwortlich, ja, zu lernen, wie es geht oder zu schauen, wie du es besser machen kannst. Also nicht dein Sponsor ist dafür verantwortlich oder deine Partner, sondern du allein bist für deinen Erfolg verantwortlich. Ja, du musst aktiv werden und ins Handeln kommen. Lernen, das Ganze umsetzen, ja, wieder lernen, wieder umsetzen und das immer und immer wieder, und das ist deine Aufgabe, und dazu solltest du einfach bereit sein, weil der Erfolg wächst einfach ja mit deinem Wissen und mit den Erfahrungen, die du sammelst, und mit deinem Wissen, und wenn du das natürlich dann halt auch umsetzt. Also, Praxis ist da auch immer ganz, ganz wichtig. Dann ist entscheidend die Einstellung und die Sicht, die du auf eben auf dein Business hast. Ja, also das, was du über dich und über dein Geschäft denkst und fühlst, ja, das wirkt sich unmittelbar auch auf den Erfolg von deinem Geschäft aus. Ja, machst du es eher als Hobby, ja, mal hier, mal da, oder willst du dir einfach ein richtiges Business aufbauen? Und wenn du sagst, okay, ich will mir ein richtiges Business aufbauen, dann solltest du das Ganze auch professionell angehen. Ja. Es gibt Ansichten zum Beispiel, die helfen dir, ja, dein Business leichter aufzubauen. Und dann gibt es eben Ansichten oder Einstellungen, ja, die sorgen dafür einfach, dass es eben halt schwieriger wird. Und wenn du denkst, dass es leicht ist, ja, gute Kunden zu finden, wenn du denkst, dass du gute Kunden hast, ja, die viel bei dir kaufen, dann ist es halt viel leichter, als wenn du denkst, ja, dass es schwierig ist, neue Kunden zu gewinnen. Ja, ich hoffe, du kannst es nachvollziehen. Ich höre das so oft, dass Leute sich darüber beklagen, was alles nicht funktioniert, wie schwer das es ist, dass sie nicht die geeigneten Kunden haben. Ja, wie willst du mit dieser Einstellung attraktiv auf deine Kunden wirken, wenn du nicht an deine Kunden letzten Endes glaubst? Ja, es ist einfach wichtig, dass Network Marketing ist halt einfach ein Geschäft von Mensch zu Mensch. Ja, und deswegen musst du an deine Fähigkeiten glauben und ja, eben dann halt auch an die Fähigkeiten der anderen. Ja. Punkt 3 ist, lerne, wie du Leads für dein Business gewinnst. Ja. Lerne einfach, ja, wie du Lead Capture Seiten oder Landing Pages, wie auch immer du es nennen willst, baust. Lerne, wie du Traffic, also Besucher auf diese Seiten bekommst. Ja. Lerne, ja, was warmer, was kalter Traffic bedeutet und welche Landing Pages du für welche Art von Traffic quasi einsetzt. Solltest, ja. Ich möchte da jetzt hier bewusst nicht so großartig drauf eingehen, weil da können wir eigene Videos dafür machen, und auf meinem Blog findest du da jede Menge weitere Infos dazu. Ich stelle dir den Link einfach zu meinem Blog unterhalb vom Video bereit. Punkt 4, verfolge eine einfache Strategie. Ja, also die Strategie sollte einfach sein. Ja, du solltest
Oder beziehungsweise ich fange anders an. Letzten Endes verdienst du Geld, ja, indem etwas verkauft wird, ja. Und das ist der Kern der Sache. Und dazu musst du halt jemandem dein Business oder eben deine Produkte zeigen, ja, damit die Person dann dementsprechend kaufen kann. Und es das heißt nun einfach Folgendes, dass du dir eine Liste aufbaust mit Interessenten, ja, denen du dann im Anschluss eben dein Business oder deine Produkte ja präsentieren kannst. Und die Strategie ist dann eigentlich der Weg letzten Endes zum Ziel, ja. Und du musst einfach eine Strategie verwenden, die ja die deine Partner leicht umsetzen können, weil nur dann ist das Ganze halt auch duplizierbar. Ja, geeignete Präsentationswerkzeuge entweder zu kreieren oder von deiner Partnergesellschaft ja zu verwenden. So ist einfach eben, wenn du zum Beispiel das in Form von einer DVD oder von einer CD machst, wenn deine Partner die weitergeben, dann ist einfach sichergestellt, dass ja die Botschaft bei jedem Interessenten eben gleich ankommt und nicht irgendwie verwässert wird. Fünfter Punkt, lerne, wie du eine Beziehung zu deiner Liste aufbaust. Und hier ist es einfach so, du kannst entweder über die Masse gehen und kannst sagen, nee, ich baue eine große Liste auf und dann kaufen da quasi, ich sag mal, von 300 Leuten kauft dann einer was, ja. Oder du gehst einfach dran und versuchst eine Beziehung aufzubauen, sodass du mit einer kleinen Liste, die vielleicht insgesamt nur 300 Personen umfasst, vielleicht aber 30 kaufen, ja. Und da musst du einfach für dich entscheiden, was dir lieber ist, ja. Ich denke, es macht durchaus Sinn, dass du dich auch darauf konzentrierst, mit einer kleinen Liste ja gutes Geld zu verdienen. Und wie schaffst du das? Ganz einfach, indem du Wert für diese Personen schaffst. Ja, ich mache das einfach gerade mal hier drunter. Ja, ich nenne das einfach jetzt mal hier Mehrwert. Ja, dass du den Menschen einen Wert gibst. Ja, wenn sie mit dir zusammenarbeiten, dass du ja mit ihnen ja telefonierst, ihre Probleme kennst zum Beispiel. Dass du ja eben gutes Marketing betreibst, ja, dass du zum Beispiel in deinen E-Mails gute Überschriften verwendest, also gute Betreffzeilen, die interessant, die ansprechend sind, dass die Leute quasi auch drauf klicken, ja. Dann solltest du im sechsten Punkt eben dementsprechend lernen, wie du ja richtig verkaufst und wie du deine Verkaufsgespräche zum Abschluss führst, ja. Du solltest darauf achten, dass Menschen eben keine Produkte kaufen, sondern dass sie Lösungen kaufen, ja. Und finde einfach die Probleme deiner Interessenten raus und biete ihnen dann die Lösung für ihr Problem. Schaff es einfach, ja, dass die Menschen daran glauben, dass das, was du eben ihnen sagst, dass das die ideale Lösung ist. Und dann werden sie eben deiner Empfehlung folgen und werden auch bei dir einsteigen. Und dann ist natürlich eben auch wichtig, ja, dass du lernst, einfach richtig zu präsentieren, dass du dein Business richtig präsentierst. Hierzu kann ich dir einfach nur ein Buch empfehlen, das nennt sich GoPro von Eric Worre. Kann ich dir den Link auch gern unter dem Video bereitstellen. Aber grundsätzlich hat eine gute Präsentation einfach folgende Bausteine. Ich mache dir die auch hier nochmal mit dazu. Das ist zum einen Aufmerksamkeit erzeugen. Das ist die Aufmerksamkeit erzeugen. Dann klar die Beziehung aufbauen. Das geht halt auch sehr gut durch deine Story zum Beispiel, dass die Menschen sich ja mit dir auch identifizieren können, dass du die Probleme ansprichst, dass du dann aber auch eine Lösung aufzeigst für das Problem, dass du ja Referenzen vorweist, wenn du welche hast. Ja, wenn du keine hast, kannst du auch, ich sag mal, Beweise von anderen ja vorlegen. Einfach, es geht einfach darum, dass man sieht, dass deine Lösung, dass da tatsächlich, dass das funktioniert. Ja, dass du die Vorteile also deiner Lösung quasi kommunizierst, dass die Menschen auch wissen, warum sie mit dir zusammenarbeiten sollten, warum deine Lösung eben ideal ist.
dass du dann eben ein Angebot unterbreitest, am besten eins, was unwiderstehlich ist, und dann zum Schluss darf auf gar keinen Fall fehlen, ob das jetzt in einem Blogpost ist oder in einem Webinar oder wo auch immer, ist ein sogenannter Call to Action, ein Aufruf zum Handeln, ja, dass die Leute auch ganz genau wissen, was sie jetzt als nächstes dann dementsprechend machen sollen. Und dann haben wir hier noch ganz zum Schluss, der letzte Punkt ist aber meiner Meinung nach der allerwichtigste, ist, dass du eine klare Vision von deiner Zukunft entwickelst, dass du dir klare Ziele setzt, dass du ein klares Bild davon hast, was du in Zukunft erreichen willst, was du haben willst, wie viel du davon willst, wann du es haben willst und so weiter und so fort. Ja. Du brauchst einfach diese Ziele, die dich antreiben und die dich weitermachen lassen, wenn du auf Probleme stößt oder wenn Probleme auftauchen. Und eins, glaub mir, auch bei dir wird es Probleme geben. Ja. Also ich kenne niemanden, der an die Spitze wollte oder der an der Spitze ist, ja, der keine Probleme hatte, der keine Probleme lösen musste. Und wenn du da hoch willst, ja, wenn du die Karriereleiter in deinem Unternehmen hoch willst, dann gibt es eben einfach, dann werden früher oder später Schwierigkeiten auftreten, es werden Probleme auftreten und deine Aufgabe ist es, diese ja, Schwierigkeiten auch zu meistern. Natürlich musst du nicht alle Fehler machen, ja, du kannst, du hast deine Ableihen immer, die dir zur Verfügung steht, ja, du kannst aus den Fehlern, die die gemacht haben, lernen. Du musst nicht jeden Fehler nochmal selbst machen, aber trotzdem wird es Probleme geben, die einfach von dir zu lösen sind, ja. Und zum Schluss möchte ich dir noch die Erfolgsformel mit auf den Weg geben, ja, das ist einmal lernen, dann das Gelernte halt dementsprechend anwenden und das Ganze dann eben auch weitergeben. Und wenn du das beherzigst, dann hast du einen großen Schritt gemacht auf deinem Weg zum Erfolg. Wichtig ist, dass du ständig dazu lernst, das Gelernte umsetzt und es dann anderen Menschen zeigst, was du gelernt hast. Und das ist ja der Schlüssel ja zum Erfolg. Und ich wünsche dir jetzt viel Erfolg, alles, alles Gute. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann hinterlass mir doch ein Like oder einen Kommentar. Ich freue mich von dir zu hören. Alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.